Hallöchen, liebe Leute, hallöchen, liebe Leute, ich muss euch heute sagen, dass wir bei Part Nr. 96 sind. Und damit wünsche ich natürlich ein recht herzliches Willkommen bei einer neuen Runde Clash Royale. Nummer 96, wir nähern uns bald in 100 und das ist schon ein krasser Meilenstein, weil bei mir selten so Projekte über 100 Folgen geht. Meistens denke ich mir immer so. Ja, so lange willst du die Projekte eigentlich gar nicht machen. Im Endeffekt. Nehme ich auf und was ist? Ja. Fertig. Irgendwann hat man denn so viele. Das ist bei mir eigentlich so, ich sag mir immer so, ja, ich habe eigentlich Bock auf lange Projekte und ich weiß halt, dass ich nicht durchziehe. Dann fange ich eben mit irgendwas an, wie jetzt zum Beispiel Clash Royale. Und das Problem ist dann, dass ich aufnehme, jeden Tag einfach aufnehme und so, irgendwann gucke ich, wow, du hast fast einen Monat geschafft, so voll geil und so, und irgendwann guckst du, fuck, du bist fast bei 100. So lange wolltest du das eigentlich nicht machen, aber das ist cool. Es macht mir Spaß, euch macht auch Spaß und ja. Naja, wir kommen mit dem richtigen. Ja, ja. Aber, was hängen denn dort ab? Kopf hoch wird schon. Ich habe inzwischen einen Schweinereitern. Hier haben wir das erste Mal. Joel, angenommen von Destructor. Joel wurde von Destructor in den Clan aufgenommen. Wieso ein neuer Account, Joel, wird da gefragt. Okay. Oh, ich muss kurz mein Mikrofon muten, weil mein Wecker klingelt und ich weiß nicht, ob man den nachher Zeit hört, wenn das zu laut wird. Jetzt können wir uns einfach mal hier Destructor seinen Deck angucken, was er so am liebsten spielt und so. Guck dir das mal an, ich bin kurz mich muten und meinen Wecker ausmachen. Sofort wieder da. Ich bin wieder da, liebe Leute. Tut mir leid. Ja, eigentlich nicht so geplant. Aber okay. Ich habe mein Handy diesmal noch am Bett gelassen und habe das nicht direkt wieder mitgenommen. Deswegen hat es gerade geklingelt. Und ich habe gerade meine Flasche in der Hand und weiß nicht, was ich hin soll. Oh gut, das interessiert ja keinen. So, was haben wir denn hier Schönes? Magier spielte sehr oft. Okay, der Schweinereiter ist wirklich da drin. Alter, den Elixiersammler schon auf 5, Alter, der rastet richtig aus. Wie auch immer, er schafft so schnell so viele Elixiersammler zu bekommen, wenn man mal guckt, hier wir haben. Level 1. Weiß nicht, wie man das hinkriegt, aber gut. Wir können unseren schönen, geilen hier, den Kollegen mal upgraden. Das wollten wir letzte Folge mal machen. Hier haben wir, auf District. Das war ernsthaft District. Da hast du viel Geld über oder tauschst du deine Juwelen oder so in Geld um und kaufst du dann hier entweder. Oder kaufst du dir Ton für die Juwelen? Oder kaufst du dir hier welche, die im Angebot sind? Überhaupt so welche wie der Elixiersammler? Ich weiß nicht. Falls du mir den Trick verraten möchtest, dann schreib mir das doch mal bitte. Kannst du natürlich auch gerne per privater Nachricht oder so schicken. Damit den Trick nicht vielleicht jeder kennt und jeder weiß, wie das funktioniert. Aber ich finde doch schon krass, wie du so viele Dinger hast. Und ich so, nee. Und falls du halt wirklich irgendwie Geld dafür ausgibst, ich meine, ist ja nicht schlimm. Aber falls du jetzt möchtest, dass die Leute das nicht wissen oder so, dann kannst du mir das natürlich auch gerne privat irgendwie schreiben. Und dann werde ich das zumindest mal ansprechen. Und wenn der Trick gut ist, werde ich ihn vielleicht doch nicht ansprechen. Dann werde ich nur sagen, dass ich den Trick herausgefunden habe, beziehungsweise ihn mitgeteilt bekommen habe. Aber den Trick werde ich vielleicht dann nicht veröffentlichen, weil er dann vielleicht ganz geil ist. Und ich ihn für meinen Vorteil nutzen kann und die Weltherrschaft an mich reißen kann. Ja, oder du hast einfach nur mega Glück mit den Truhen, die du öffnest. Kann natürlich auch sein. Das ist nur am Rande, ne? Das ist nur so am Rande, ja. Die goldene. Wir brauchen echt wieder Money ohne Ende. Ey, Schweinereiter. Ich habe gerade auch mal gesehen, wir haben den Minensammler auch schon. Wäre ich ja fast mal überlegen, den einfach mal ins Deck zu machen, um zu gucken, was funktioniert. Wie er funktioniert und was er macht und so, ne? Nimmt auch 30 Sekunden dafür 4. Das ist aber ganz schön teuer, ne?
Ich überleg so ein Bomben-Tower-Ding, Kack-Ding, geht 40 Sekunden und kostet 5. Okay, das ist. Hey, das hat die Grenzen. Na gut, wir machen erstmal eine Einspielrunde. Starten ganz normal so, damit wir ein paar Krönchen bekommen. Und uns erstmal einspielen, so das erste Game am Tag. Das muss erstmal lockig. Und yo, wir spielen Dinner Time gegen Thomas, Alter. Viel Glück. Dankeschön. Nice. Das feiere ich gerade ein bisschen. Mega cool. Erstes Game gegen Thomas. Sehr, sehr nice. Weil wir jetzt gerade gesehen haben, hat sich jetzt glaube ich schon rentiert, den abzugraden, weil er echt viel Schaden macht hier, unser Fass. Das hat echt gut reingehauen. Wenn man das so gesehen hat, also. Würde ich jetzt nicht unterschätzen, das Ding, ne? Ist schon ganz schön böse. Komm, jetzt hau ich irgendeinen Bombentower oder sowas raus. Irgendwas. Okay. Eine Valkyrie, die ist natürlich jetzt nicht so geil, ne? Aber die schaffen wir. Nein, wir das schaffen! Wir schaffen das! Ich glaube schon, ja! Ich glaube schon, ja! Könnt ihr da alle drauf gehen, bitte? Das wäre voll nett. Sehr schön. So, und jetzt sind die alleine, ohne dass sie gedeft werden. Und machen keinen Schaden, weil dann Fall habe ich. Schade, ich wollte gucken, was die an Damage machen. Herr Thomas, kannst du das nicht bitte sein lassen und mich da durchlaufen lassen? Das wäre voll nett. Weil für die Leute, die es noch nicht wissen, ja. Müsst auf jeden Fall YouTubers Live die erste Folge gucken. Da habe ich meinen richtigen Namen angegeben. Und halt mein YouTube-Kanal erklärt Tom und dann meinen richtigen Namen da angegeben. Also nur Vornamen, natürlich nicht Nachname. Und ja, deswegen fand ich es gerade lustig. Ne? Leute, die es über meinen Kanal ein bisschen verfolgen und so, die kennen sich da aus und die anderen denken nur so. Hä? Eisbrand? Eisbrand! Eisbrand! Ja. Genau so. Und nicht dann das. Na, kriegen wir glaube ich nicht, weil die würde da zu viel Damage machen. Aber ja, wir kriegen auf jeden Fall eine Krone, wie es aussieht. Das ist sehr schön. Zack. 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 Es wird hier durchgeprescht. Als gäbe es kein Morgen. Mittag und Abend. Weil der Morgen, Mittag, Abend ist schon vorbei. Wir hauen die Gegner um. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. So. Und natürlich die Skelettarmee dazu. Jetzt nochmal hier sowas. Das ist sehr schön. Ich habe drauf gehofft, dass ein Pfeil rauskommt, weil dann kann ich jetzt mein Goblin Pass werfen und mich freuen, dass das durchkommt vom Damage her. Oder auch nicht ganz. Du, One, Chronico, Chronico, wer kennt das nicht, wer liebt es nicht, wer hat Sahne? Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wir sind so alle. Wer kennt es nie, wer liebt es nie, wir hassen Zahle. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wer hassen Zahle. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wer hassen Zahle. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht. Gutes Spiel an dieser Stelle. Danke. Würde ich dir gerne bitte sagen, kann ich aber leider nicht. Ich muss sagen, ich feiere das hart mit diesem Konfetti und so. Das motiviert mich irgendwie ein bisschen, ne? Nach jeder Runde so ein bisschen Konfetti für einen. Ist schon geil. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, liebe Leute, wir sind aufgestiegen. Wir sind endlich in Arena 6. Nice. Wuhu. Ja. Da müssen wir einfach einen Screenshot von machen. Auch wenn das das normale Bild und so ist, aber trotzdem mal. Weiter. Machen wir einmal eiskalten Screen. Komplett bis unten? Ne, wir machen das so. Screenshot. Sehr schön. Was euch fragt, womit ich hier meine Screenshots mache. Kann ich das irgendwo lesen? Ich weiß es nicht. Mit Quick Shoot. Quick Shoot heißt das. Kann ich mal gerade gucken, ob ich das nebenbei. Ne, Google nicht, weil dann seht ihr das. Alles. So, wir öffnen mal die Truhe nebenbei. Und hier haben wir Arache Arena 6. Das ist richtig geil. Haben wir noch ordentlich Karten, die wir spenden müssen? Ja, Weg zum Ruhm 3. Ich glaube, das könnte man jetzt sogar besser sehen, oder? Oh, wir haben Level abgemacht. Sehr geil. Sehr, sehr geil.
Falls ihr übrigens andere Browser-Games und sowas noch habt, ich möchte versuchen, den Account hier von Achievement-Level ganz schön hoch zu machen, beziehungsweise vom Account-Level ganz schön hoch. Das heißt, wenn ihr ein Spiel kennt, wo man zum Beispiel nur mega gut Level farmen kann, dann wäre das auch mega geil, mir das so mitzuteilen, weil dann würde ich das dann auf jeden Fall zocken, bei euch zeigen. Und ja, ich würde hier einfach gerne versuchen, ganz viel, ganz viel Level zu machen. Ganz einfach. Mehr nicht, weniger nicht, einfach nur, ich will versuchen, ganz viel Level zu machen. Das ist mein Ziel. Das werde ich mit euch schaffen. Denn wir werden die allerbesten sein. Wie keiner von uns war. Puppi-tschu-pupp. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Puppi-tschu-pupp. Ich streife durch das ganze Land. Und suche weit und breit. Puppi-tschu-pupp. Den Gegner, der zu mir passt und mir eine Macht verleiht. Denn ich muss auch mal verlieren und darf nicht immer gewinnen. Doch er sagt nur, was ist das? Er gewinnt. Und verlieren tut er leider nicht. Der Gegner hat den Kampf verlassen, Mann. Das müssen wir ausnutzen, dann. Da ist er wieder da, oh ja. Traurig, aber wahr. Er ist traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. So, wir werden einfach hier rechts komplett durchgehen. Und uns alle Kronen holen gehen. Dann werden wir gewinnen. So ist der Plan. Komm und schnapp sie dir. So ist der Plan. Wir wollen hier das alles haben. Schneller als der Gegner. Es hat geklappt. Und was ist das? Ich freue mich sehr. Oh yeah. Feuerwerk. Manchmal muss man Boys zeigen. Und einfach durchmarschieren. Oh mein Gott. So, ich hätte gerne meine Goblin-Werfer auch in dieser Schalke selber sind. Komm, Luftabwehr deswegen noch ab. Aber ist mir egal. Ich möchte einmal den wunderschönen Minenwerfer ausprobieren. Den probieren wir einmal in der Runde aus. Gucken, was er kann. Leveln den natürlich auch erstmal dafür. Und dann würde ich sagen: 3, 2, 1. Let it go, let it go, let it go. Hauptsache, wir sind gerade erst neu in der Arena angefangen. Und ich fange an, Sachen zu testen. Das ist eigentlich nicht gut, weil dadurch fällt man schnell wieder runter. Aber gut. Danke, sagt er. Ich kann mir auch viel Glück wünschen. Nee, okay. Hexe raus. Wo ist der Schmaus? Wow, okay, die Reichweite in der Mitte ist wahrscheinlich das, wo er nicht treffen kann. Die andere ist wahrscheinlich das, was er trifft. Fire. Putz. Putz. Ist schon ganz cool. Aber jetzt ist so geil, wie ich dachte. Muss ich da ja wirklich zu gestehen, ne? Und dann wären wir ohne den Werfer spüren, das hätten wir einfach gar nicht ins Deck gepackt. Ja, ich fand den jetzt. Die Idee ist ganz lustig. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass der was bringt. Weil er auch so langsam, mega, mega langsam schießt. Weil man kann damit auch. Stimmt. Ich probiere es einfach mal, wie das denn ist, wenn ich das so mache. Ob der dann wirklich das Gebäude angreift. Tut er. Wie viel Damage? Oh mein Gott, das ist so lächerlich. Das lohnt sich gar nicht. Das lohnt sich einfach kein bisschen. Okay, das hat sich ja echt gelohnt, im Fall das Deck zu packen. Denn der ist so super stark OP. Okay, wir haben ihn auf jeden Fall mal ausprobiert. Und ja, jetzt wissen wir Bescheid, dass er kacke ist und werden ihn wahrscheinlich nicht wieder ins Deck packen. Weil vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Deck, wo der gut reinpasst. Man weiß es nicht. Also verkaufen werde ich ihn nicht, behalten werde ich ihn auf jeden Fall. So, und den packe ich jetzt da hin, damit er den Riesen schon mal anhaut dann. Na gut, ne, der haut halt auch recht lange auf. Was der ist halt hartnäckig, der Kollege, ne? Aber hauptsächlich habe ich das jetzt so gemacht, dass der Riese gleich das Teil angreifen wird, deswegen. So.
Zack. Zack. Egal was ich auch tu, gehörst zu mir und du zu mir, Poker. Ich hab vor den Ohren, was soll denn das? Ich finde es krass. Ich muss den Minensammler raus tun, weil wie ihr jetzt merkt, bum, bum, budum, ist er kacke und kann nicht, deswegen verlieren wir. Bum, bum, budum. Doch ich werde dem Gegner keine 3 Kronen überlassen. Bum, bum, budum. Deswegen sage ich gutes Spiel und der Minensammler ist total kacke. Wir wissen jetzt, dass wir ihn rausschmeißen tun. Denn das will ich uns nicht antun. Er ist so dumm und keiner mag ihn. Da sind noch meine Kosten in die Höhe gegangen um 2. Oder warte, wir wählen aus. Wir haben jetzt 3,6 und das haben wir 3,9. Alter, das ist ein ganz schöner Unterschied, weil wir haben ein Spam-Deck und ein Spam-Deck brauchen wir viel Elixier zum Spammen. Und warum sagst du die ganze Zeit Warnung zu holen, Zypress? Also, soll ich das gleich mal minimieren? Huch, da habt ihr irgendwas gesehen. Ja. Wer das Spiel jetzt in dieser kurzen Zeit erraten könnte, Respekt. Und dann werde ich dazu was zeigen zu dem Spiel. Das ist eigentlich ein Spiel, was ich privat so nebenbei suchte. Das suchte. Ich spiele das einfach nebenbei so ein bisschen. Und wenn das wirklich errät, was das für ein Spiel ist, innerhalb von dieser kurzen Zeit, dann werde ich dazu was aufnehmen und das im Namen von dieser Person. Wird das als Art Product Placement gemacht. Von der Person, das steht da oben irgendwie in der Ecke die ganze Zeit, ne? Video von, ne, also mein Video, bla bla bla, aber, ne, unterstützt von bla 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 oder so, keine Ahnung, irgendwas Lustiges hat mir dann einfallen. Aber das wäre schon krass, wenn das in so kurzer Zeit, das ist eigentlich ein Spiel, was man eher so nicht kennt, würde ich jetzt krass behaupten. Sehr schön, wir haben gut Damage gemacht. Sehr gut Damage. Wir haben gut Damage gemacht. Dann nimm Gegner Ding da dran. Ja, du musst da. Na, das hat ist mir aber egal. Tada! Koboldpass, Rolle. Jetzt hin. Und der Gegner muss damit. Zack, komm hin. Oh, das war mega schlecht. Erstmal die Überbahnung gehauen, aber. Die starken, also in Anführungsstrichen die starken, die den Damage an sich machen, die kleinen Globlins. Die kleinen Globlins hat er einfach ignoriert und hat er nicht angegriffen. Das war ziemlich schlecht. Weil das nicht so gut war. Ist das nicht der Emil von schlecht? Das ist. Egal! Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Das meine ich so, weil ihr das wisst, ja. Ihr wisst das. Mit Damage macht der kleine Eismann ja gar nicht, Alter. Ach nö, nicht die Hexe. Nein! Ich so gegen Schaden. Wollte einen Käse haben. Den Käse gab es nicht. Denkst du, ärgert sich. So, wir fangen ganz langsam an mit hinten Einheiten. Rücken immer weiter vor. Dann werden wir. Und. Die Krollen an den Nagel reißen! Attacke! Na 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 na. Piau! Pam! Sehr authentisch, oder? Alles hier, ne? Ich muss sagen, das fand ich sehr, sehr authentisch. Der von mir und du von mir, Pokémon, komm und schaff sie dir, und schaff sie dir. Entschuldigung, müsste ich gerade etwas hüpfeln und zack, da haben wir die 3 Kronen. Die 3 Kronen in unserem Wagen und jetzt drücken wir auf Sendung bestellen. Und da haben wir sie schon zugeschickt. Das ist nicht geil. Yeah. Und Leute, was ich euch auch zeigen muss. Meine, hier werde ich ein Licht spenden. Auch wenn ihr das seht, da fehlt noch was. Aber ich habe selber um die auch gebeten. Das ist ein bisschen blöd. Da werde ich mir eine andere Karte aussuchen, um die ich bete. Bitte. Wie auch immer. Weil das ein bisschen blöd ist, wenn zwei Leute die gleiche haben. Deswegen würde ich wahrscheinlich auf Barbaren switchen. Da habe ich ja in etwa gleich viel auf. Ich weiß nicht, was ich echt bin. Haben wir eine gelbe Karte im Deck? Nee, ne?
Ich kann um Lakaien, aber die braucht auch eigentlich immer je. Weil ich bin immer einer, der voll überlegt, was um was er bittet und alle anderen einfach nur zack. Oh, das ist ja sogar so, dass man nicht mal aus Versehen da drauf klickt, sondern jetzt mit Anfordern machen. Okay, das ist... Ich probier's nochmal damit und ja. Wie gesagt, Leute, ich mache mir immer voll den Kopf darum, was ich mir da jetzt hole, um was ich bitte und so, weil das brauchen bestimmt die anderen noch und so weiter. Ich bin immer einer, der an die anderen denkt, an sich selber, das ist das Problem. Deswegen tut es mir auch sehr leid, dass ich die Bogenschützen nicht abgebe. Aber da muss ich ganz einfach wirklich an mich denken, beziehungsweise ich denke da hauptsächlich dann an YouTube an sich. Weil ich denke, ja, dein Deck sollte schon relativ gut sein. Oh, ich habe die aus Versehen dahin gesetzt. Dein Deck sollte relativ gut sein, weil... Ja, du willst natürlich auch guten Content bringen und musst natürlich auch immer so ein bisschen das Deck up to date halten und so weiter. Und deswegen bin ich da eigentlich eher so ein bisschen auf mich selber fixiert, dass ich mich darum kümmere, dass ich da wirklich die Karten für mich selber sammle. Und nicht so für die anderen. Deswegen, ja, bin ich da echt ein bisschen egoistisch, muss ich sagen, in dem Sinne. Aber auch nur in dem Sinne, weil es über YouTube ist. Ich da natürlich was zeigen möchte, contentmäßig, deswegen bin ich da etwas egoistisch. Gebe da nicht alle meine Karten her. Ansonsten würde ich das auf jeden Fall machen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Das ist so echt so. Ja, lieber die anderen als ich selber. So ist das bei mir leider. Was heißt leider? Ich meine, das ist eine gute eine relativ gute Eigenschaft. Es ist halt natürlich blöd, wenn man dadurch sehr stark down geht oder sowas, sag ich mal. Also man sollte da schon einschränken und nicht sagen. Ja, ich habe jetzt noch 10 Euro im Portemonnaie, aber hier, ne, mein Kumpel braucht jetzt 10 Euro für neue Hausschuhe. Jetzt so als Beispiel und so. Und dann sollte man schon sagen, ja, Hausschuhe sind jetzt ja nicht so wichtig. Da behalte ich lieber meine 10 Euro im Portemonnaie, die ich brauche für Essen, kaufen, was ich was. Anstatt jetzt zu sagen, ja, hier, die 10 Euro kriegst du jetzt auf jeden Fall für deine Pushen oder so. Klar, da bin ich schon, ne, passe ich schon ein bisschen auf und so, aber ansonsten bin ich eher einer, der wirklich lieber, ja, gibt als nehmen. Das ist leider Gottes so und, ja, wobei es ist ja eigentlich eine ganz gute Eigenschaft. Man muss halt nur aufpassen, dass man das nicht zu krass macht, diese Eigenschaft, oder zu krass so, ne. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Also man sollte nicht sein letztes Hemd dafür geben und dafür dann nachher nackig dastehen oder so, ne. Sowas in der Art. Ihr wisst, was ich hoffentlich meine damit. So. Zack, zack. Zack, 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 wir brauchen Kronen, ja. Zack, 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 wir brauchen Kronen da. Zack, 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 ja, 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 ja. Ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen. Es wäre cool, wenn doch. Aber ich glaube, das werden wir nicht mehr packen. Das wäre zu beste, zu gut. 5, 4, 3. Wir sollten eigentlich darauf aufpassen, dass wir jetzt nicht mehr unseren Turm da verlieren. Ah, gutes Spiel. Okay, dann haben wir das erste Mal heute verloren. Aber ansonsten, ich schreibe, wir haben eine Krone wenigstens bekommen. Eine Krone aus Wasser ist gar keine, ihr wisst ja Bescheid. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go. Weiter geht's, hä? Immer schön am Ball bleiben. Und wir sind in Arena 6. Das freut mich so sehr, dass wir echt mal endlich in Arena 6. Wir sind ja seit gefühlten 90 Parts hängen wir in Arena 5 rum. Und jetzt sind wir endlich in Arena 6 und das freut mich sehr, sehr, sehr. Freut mich sehr und feier das. Ich finde das so schön. Es ist so schwer. Mit deinem Mikrofon, was relativ gut eingestellt ist. Diese Schniefgeräusche zu machen, weil das Mikrofon das nicht erkennt. Das ist voll schwer. Ich war gerade so, oh ja. Und diese Schniefgeräusche, und das ist voll schwer. Das ist, muss ich mega laut sein, und tut doch schon weh in der Nase. Oh Mann. Ich hab nicht gedacht, dass so ein Geräusch ist schwer zu machen. Ja, zu machen ist es ja nicht schwer, ne? Aber dass man das ins Mikrofon reinkriegt, hätte ich nicht mitgerechnet, dass das so relativ schwer ist. Oh nein, oh nein, oh nein! Die Axt, die ist tot! Die Axt, die ist tot! Doch, die Armee ist in der Not! Bei der Axt da! Freut sich sehr und hilft dir, ja, das ist doch wunderbar! Ein Schlag mehr sollte es nicht schaffen. Ah, keine Verlangen jetzt!
Anderthalb, sagen wir mal. Anderthalb Schläge hat der geschafft. Gut, Junge. Zack, Blitz, Schlatz, Schlutz. Oh yeah, da haben wir ganz schön was reingehauen und die Gegner ganz schön fertig gemacht. Ich weiß ja, wo die Pimpernickel in der Dinkel-Dinkel sind. Ja, was auch immer ich hier laber, irgendwie passt das bestimmt. Irgendwie passt das bestimmt, liebe Leute. Warum habe ich so eine komische, kratzige Stimme jetzt? Hey, ich weiß das nicht. Oh, 60 Sekunden verbleiben, um den Gegner platt zu machen. Natürlich wollen wir durchmarschieren und den Gegner platt machen. 1, 2, 3, die Armee ist dabei. Wir gehen jetzt hier durch und hauen den aufs Ei. Und dann noch eine Skelettarmee in der Hoffnung, dass sie da irgendwie durchkommen und irgendwas Schönes macht. Nein, das wird sie nicht. Sie geht kaputt. Sie wird sterben. Sie wird sterben, das fände ich nicht so schön. Doch ich möchte nicht nach Hause gehen. Und wir müssen die Alten jetzt aufhalten, weil die gemein sind und uns nicht durchlassen. Und deswegen müssen wir mit Druck dadurch. Der Gegner macht auch Muck. Und dazu wollen wir noch ein Bierchen trinken. Ein Bierchen trinken noch dazu. Ich freue mich so sehr und laufe nun das Bierchen aus, juhu. Ich will noch ein Bierchen trinken und dann fange ich an zu winken und zu schummern und zu wabeln und der Gegner wird noch gnabeln. Povrana da Schweinchen, das macht mich ganz schön. Nein! Was ist denn los, liebe Leute? Verlieren wir jetzt nur noch. Ich möchte aber nicht wieder runter. Ich möchte jetzt die zwei Kunden noch haben. Der Part nicht so lange geht, ich schnell hochladen kann und dann noch eine Runde Overwatch spielen kann. Viel Glück und viel Segen auf meinen Wegen, denn du bist da und versperrst ihn. Oh ja, ich komme jetzt hier durch und hau dich hier um, denn den Gegner, den mach ich rund. Oder so. Oh, das hat ganz schön Damage gemacht, ne? Der hat angefangen zu deffen, hätte ich da schon noch alles bekommen, ne? Und dann wäre ich ziemlich glücklich gewesen, weil er hätte ganz viel. Ich mag da. Na ja. Chicken-Chicken-Chicken-Chicken-Bing-Bong. Chicken-Chicken-Chicken-Chicken-Bing-Bong. Oh nein, meine Hexe, oh, die wird nicht getroffen. Das ist ja sehr schön. Oh, okay, dann werfen wir noch ein Fass. Das Fass, das ist. Nochmal. Das Fass übrigens hat sich sehr, sehr gelohnt, weil der Damage echt gut gestiegen ist, obwohl das nur ein Level war. Also ich bin impressed, liebe Leute, ich bin sehr impressed und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es getan haben, denn wie ihr seht, hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt. Deswegen werden wir nun auf der anderen Seite gleich die Barbaren losschicken mit zweimal kleinen süßen Goblins, die natürlich hinterher, einmal für Luftabwehr und einmal, damit die Tower schneller down geht. Now. Ballern wir nochmal einmal gleich ein paar Bogenschützen, weil die Bogenschützen kommen sich darum, dass wir diesen Tower jetzt auch bekommen, weil der Tower wichtig ist. Und ich glaube, dass mein Gegner das Spiel verlassen hat. Ansonsten würde er bestimmt etwas deffen. Aber dies tut er leider. In diesem Fall natürlich nicht. Sehr schönes Ende. Ja, gut. Ja. Für mich. Silbertrüchen. Es gibt ein paar neue Schüchen. Okay, wir können nun die wunderschöne Kronentruhe öffnen in 3, 2, 1, abgeschmissen. Nee, Spaß! 405 Gold, das ist recht gut. Juwelen, ja. Ein Mine brauchen wir jetzt nicht unbedingt, wir haben den Ausbruch, der ist nicht so gut, aber wir haben den Ritter noch dazu. Ja, ein Bäcker und wuh, wir haben bis jetzt schon ganz oft, dass wir wieder Lilane bekommen, das freut mich einigermaßen hier. Und das sortieren wir mal nach Seltenheit, gerade haben wir ja schon, das heißt, wir können einmal nach unten und die Lilanen. Ja, könnten wir upgraden, wenn wir genug Money hätten. Haben wir leider nicht an dieser Stelle. Deswegen würde ich einfach sagen, tut mir sehr, sehr leid, dass wir... Was tut mir leid? Mir tut gar nichts leid, aber ist egal. Oh, hier ist was. In 3 Tagen. Hey, momentan sind echt Plätze frei in diesen Dingern. Wir gehen in 14 Minuten. Da geht doch mal rein. Bin jetzt voll. Okay.
Okay, wahrscheinlich ist das ein Anzeigebug oder so, weil die meisten sind voll. Auch wenn da steht, dass da ist. Zwei Tagen kann ich hier beitreten. Nee, das ist voll. Voll. Passwort geschützt. Lasermoin, Gegner pur YouTuber. Hey, ich bin YouTuber. Darf ich nicht auch rein? Dona. Anna und Toffsofern. Okay, gut. Also, wie wir sehen, ist hier alles ziemlich. Alter, es gibt sogar bis 200 Spieler. Kann man das mal. Okay. Ja, wie ihr seht, ne? Ist alles ziemlich voll hier. Ich kann mal diesen YouTuber-Ding da reingucken. Wer da alles mitmacht hier. Das könnte ein YouTuber sein, weil er LP-Teil ist. Stock Ender LP, da gucke ich nachher mal nach. Aber wisst ihr was? Ich zeige euch nochmal das eine Spiel hier, deswegen habt ihr jetzt noch eine höhere Chance, das herauszufinden. YouTube. Stock Ender LP. Vor einer Woche aktiv. Mal soll jetzt hier keine Werbung sein. Ich zeige euch das auch einmal ganz, ne? Das ist jetzt keine Werbung oder so. Aber ich will einfach mal gucken, weil die meisten Leute, die den LP im Namen haben, die gibt's eigentlich gar nicht. Ah, was spielt der so? Der spielt gar nicht so Clash Royale oder sowas auf seinem Kanal, aber gut. 26 Abonnenten. Könnt ihr ja mal gerne vorbeischauen oder so, ich weiß nicht. Ja, vielleicht ist er aktiv, weiß ich nicht, habe ich den noch nicht wirklich. Habe ich noch nie wirklich zu dem Typen. Ist das ein Spectator oder was? Ne, die kämpfen gerade. Ah, so. Feuerwerk! Okay. Wollen wir natürlich jetzt nicht zugucken, das wird der Part viel zu lange. Deswegen blenden wir das hier wieder alles ein. Und damit würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und kommt da natürlich auch. Und ja, würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Claire Tom. Ciao, ciao und bye, bye.